Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Nein, natürlich nicht. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mit dem Lukas. Hallo, Wache. So. Wo gehen wir hin? Wir haben zwei Quests. Und zwar hier diesen Banditen töten. Ja, Markierung platzieren. Dann reiten wir da mal hin. Der Hund folgt uns? Ja. Das heißt, wir müssen hier rechts lang. Hui. Wir sind auch nicht so schnell für den Hund. Ah, der kommt hinterher. Das ist ein Läufer, ist das. Gut, ist da irgendwelche was dran, was vielleicht nah dran ist? Ja, das hier, aber... Rurikstadt. Ist vielleicht näher dran. Ach komm, wir reiten jetzt einfach da hoch. Wir haben noch ein Pferd. Ziemlich eng bewachsen, das Ganze hier. Ah, jetzt kommen wir... Nee, jetzt kommen wir nicht da vorbei. Wir sind ja jetzt die andere Richtung gelaufen. Oder? Sehen wir das? Ich weiß nicht, ob wir das sind. Mal sehen. Da lang, obwohl da ein Feind ist. Kurz. Oh mein Gott. Den muss ich töten. Das ist ein Unhold. Arsch. Und kommst du nach? Und? Komm mit. Ach ja. Ich habe ja selber auch einen Hund. Eine Hündin. Ja. Eigentlich langt mir das. Ich brauche eigentlich nicht noch einen Skyrim-Hund. Aber theoretisch könnten wir jetzt den Hund die ganze Zeit mit uns laufen lassen. Ist doch cool. Mein Gott. Oh Mann. Machen wir halt mal ein paar Nebenquests. Gehört ja auch dazu. Halbmondmühle entdeckt. Cool. Was gibt's hier? Eine Mühle. Wasser? Ja, mehr nicht. Und ein umgestürzter Baum links auf der Seite. Hier vorne haben wir irgendwo eine Höhle. Die lassen wir einfach mal außer Betracht. Wenn wir jetzt nicht direkt dran vorbeikommen. Kommen wir? Können wir auch gerade mal gucken. Was es denn für eine Höhle ist? Oder? Hallo? Ihr da! Hier drüben! Bitte, ich brauche Hilfe! Brauchst Hilfe? Ich glaube nicht, dass ich es allein schaffe. Kynaret sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Die Stimme passt überhaupt nicht zu dem. Wer seid ihr? Ich heiße Walda. Ich gehe von Falkenring aus auf die Jagd. Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Hm, vielleicht habe ich einen Trank übrig. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen.
viel besser. Danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Verstehe, lasst mich euch helfen. Das würdet ihr für einen Fremden tun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geht voraus, schätze ich. Klar, Pferd, du bleibst hier stehen. Ich will schnell speichern mal, falls es hier alles ein bisschen ausartet. Nehmen unseren... Okay, wir lassen erstmal noch das ausgerüstet. Falls wir aus der Ferne angreifen können und, ja. Gehen wir mal rein. Vorsichtig! Komm her. Damit wäre das erledigt. Ist da jemand? Jetzt gehört ihr mir. Jetzt wollte ich nicht. Zack. Zack. Ja, hier ist Ari. Ja, sein Gold. Ist ein anderer Bär? Geht leise. Wer weiß, ob uns diese Dinge nicht hören können. Gut, dann gehen wir mal leise. Ja, schon cool aus hier drin. Wo seid ihr? Oh mein Gott. Zweikling. Ey, der heilt sich. Egal, bist trotzdem tot. Der Typ. Ja, hallo. Wo geht's denn jetzt hier lang? Weil da ist noch einer. Zweikling, stirb! Zack! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Wenn man so will. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Klar, machen wir. Hier steht Nils. So, wo ist jetzt hier mein schöner Dolch, den ich jetzt bekommen habe? Schwert. Pfeildolch hier. Glücksdolch, naja. So glücklich sieht er nicht aus. okay. Ja, dann gehen wir, denke ich, mal raus und weiter. Haben wir noch eine gute Tat geleistet hier. Da, unser Pferd ist da immer noch. Finde ich ja schön. Und der Hund, der kommt jetzt auch mit uns wieder. So, wo müssen wir denn eigentlich lang? Wir müssen... Ein bisschen hier, den Schleichweg hier oder den Hauptweg hier so rum. Ich würde sagen, den Schleichweg hier nach rechts. Das heißt, wir gehen jetzt... Ups. Ja, so. Ja, genau so. Jetzt nach rechts. Den Weg. Ist das der? Ja, das ist der.
Und dann die erste Abzweigung rechts. Und dann sehen wir mal. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Eieiei. Aber ich finde es schon cool mit diesem Mod. Der noch mehr, der macht irgendwie 230 verschiedene Wetterarten, bringt der rein. Das ist schon echt Wahnsinn. Vom leichten Regen bis heftigen Regen und so weiter. Und ja, die sind böse. Stirbt. Boah, das nervt mich, ne? Greift das Pferd greift immer an. Immer greift es an. Gib mal die Triche und das Gold. Dann ist alles schön und gut. So, Pferd. Dann lass uns mal weiter reiten. Eieiei. Und du folgst uns aber noch, ne? Ja. So, jetzt rechts. Ne, wir sind schon zu weit. Zurück! Hä? Ne, das ist falsch. Da aus. Wo ist jetzt hier die Kreuzung? Hier oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Hier soll ein Weg sein. Ja, anscheinend ist das hier der Weg. Der Weg ist das hier, ja, okay. Alles klar. Ach, da ist ein Weg. Ach. Scheiß Wolf. Tod mit euch. Dann aus. Oder? Ja. Perfekt. Mal los. Oh, hier ist ein Toter. Ja, so rum. Ganz genau. Vorgewittert, denke ich mal noch, bis wir da unten sind, bis wir da sind und dann die nächste Folge wird sich dann darum handeln, dass wir den Banditen da töten, wenn wir es packen, wenn wir stark genug dafür sind. Ja. Und dann müssen wir auch noch von dem alten Mann den Typen töten. Ach du Kacke. Wo bin ich denn jetzt hingeritten? Ach, ich bin da. Oh, Pferd, bleib mal hier. Nein, greif nicht an. Bandit stirbt mal. Wo ist unser Hund? Er wird schon irgendwie kommen, denke ich mal. Ja, da ist er. Kommt her. Zack. Bam. Ah, bist du tot schon? Was? Ah, der kann ja gar nichts. Da oben ist noch irgendwo einer. Lassen wir die Spielchen. ein Schlag, er ist tot. Witzig. Oh, was ist hier los? Hier ist eine richtige Schmiede oder was? Eieiei. Okay, der Zweihänder, den kennen wir doch. Den haben wir hier gerade in der Hand. Gut, hier sollen wir rein. Ich drück mal F5. Ja, wir haben noch Zeit. 5 Minuten. Können wir es mal versuchen? Ja, Hund. Da ist er ja schon. Lassen wir die Spielchen.
Ach nee, warte, wenn das Auge so ganz groß ist, den hat man nämlich ja gesehen. Oder? Ja, dann wäre ich vorhin bei, als ich da war, geschnappt geworden werden tun, als ich ihn versucht habe, in das Haus einzubrechen. So, jetzt habe ich den Banditen getötet. Ermüdung. Nehmen wir mal mit, einfach so. Stahlhelm bringt mehr Rüstung. Die bringen auch mehr Rüstung. Du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Ja, okay. Lassen wir die mal aus. Die tun wir einfach mal fallen lassen. Die Feldstiefel. Warum habe ich. Den tun wir ausrüsten. Tun wir fallen lassen. Beschwören kostet. Den haben wir halt jetzt nicht mehr. Vor allem eine Wolfsrüstung an. Wusste ich gar nicht. Gut. Jetzt sehen wir so aus. Und sind immer noch überladen, oder was? Ist immer noch überladen? Ja. Ich hab Holzfäller-Axt mal weg. Das können wir wegmachen. Das können wir weg. Langbogen weg. Den können wir weg. Den können wir weg. So, jetzt. Jetzt liegt hier zwar ein bisschen. Ah, komm, die Holzallergs nehmen wir noch mit, dann können wir Holz fällen. Gibt's hier eigentlich noch mehr? Ja, da geht's noch tiefer, anscheinend. Experte. Ui. Mist. Aber naja, wir kriegen ja immer mehr Erfahrung damit. Wir haben nicht mehr so viele Dietriche übrig. Ah, wir haben es gepackt. Gold. Ah, nee. Lassen wir einfach mal da. So, was gibt's jetzt hier noch? Nix. Gut. Einfach nur dunkel alles hier. Dann gehen wir mal raus. Dann haben wir das sogar schon gepackt. Finde ich ja gut. Huch. Da lang. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir nochmal so speichern. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei The Elder Scrolls 5. Skyrim mit mir, dem Lukas. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.